Hallo. Jetzt habe ich mich gerade gesammelt gehabt hier. Jetzt muss ich noch. Ja, ich nicht. Entschuldigung. Oh, es ist so leise. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Episode vom Kinocast. Ich begrüße den Chris. Hallo Chris. Von Kinocast. Hallo. Von Kinocast. Von Kinocast. Weißt du, ja. Und von so. Morok, weißt du. Habe ich das erzählt? Oh. Ich wurde angesprochen. Du wurdest lieber angesprochen. Erik. Hallo Erik. Willkommen in deinem Podcast. Ich hatte das T-Shirt an. Habe ich erzählt, ne? Du hattest das T-Shirt an, das weiß ich ja, aber dass du angesprochen wurdest, weiß ich nicht. Nein, ich hatte das T-Shirt an, wurde auf dem Parkplatz vom Edeka angesprochen. Ach so. Es gibt natürlich noch andere tolle Supermärkte wie Rewe, Netto. Nee, lass mal, ist gut, wir kriegen ja nur Geld von Edeka jetzt, nenn nicht die anderen. Schön wär's. Wobei Lidl sich auch lohnt. Und da hat mich einer angesprochen, ja, er muss mich jetzt mal ansprechen, warum ich denn eine Beleidigung auf meinem T-Shirt rumtragen würde. Ich so, ach du Scheiße. Dann habe ich erst mal versucht, in einem größeren Diskurs, dem versucht zu erklären, was da dahinter steckt und was das Wort übersetzt bedeutet und das, was die Bedeutung heutzutage ist. Ja, also ich kenne das nur im Zusammenhang mit einer Beleidigung. Und ist so, Alter. Weißt du, Alter, innerlich, Moruk. Hast du gesagt, Moruk, bloß weil deine Frau das immer zu dir sagt. Nee, das war halt, also, ich sage jetzt nicht, wie er auf mich gewirkt hat. Er sah aus wie ein Informatiker, sagen wir es mal so. Ach so. Also so ein Informatiker. Schön. Entschuldigung an alle da draußen. Es gibt natürlich auch andere, aber so ein Informatikerlappen. Wir sind ja selber sehr im IT-Bereich. So, wir können ja beide programmieren. Also wenn, dann ist es ein Diss gegen uns selbst hier. Ja. Aber also war schwierig und ja, ich weiß nicht, ob er es dann wirklich kapiert hat. Auf jeden Fall hat er sich ein wenig darüber echauffiert, dass ich eine Beleidigung auf einem T-Shirt trage. Und dann habe ich ihm auch die Hurensohn-Geschichte noch erzählt. Oh. Das kennst du doch auch, das Hurensohn-Gleichnis. So, wenn einer zu dir sagt Hurensohn, dann kannst du sagen, okay, für mich ist das eine Riesenbeleidigung, aber da frage ich erstens, warum? Weil erstens ist es eine Aussage. Entweder die Aussage stimmt nicht, wenn ich sage, Erik, du Hurensohn, ich weiß nicht, deine Mutter war, glaube ich, keine Hure. Das heißt, ja, ich kenne deine Mutter nicht, aber ich meine, ich würde das sowas auch nicht zu dir sagen, aber das heißt, das wäre schon mal falsch, das heißt, nee, ist falsch, also juckt mich gar nicht. Oder es ist eine Tatsache. Dann sagst du, ja, ich weiß. Ja, und dann? Das ist immer so dieses, was kommt bei mir an und was lasse ich an mich ran? Meistens läuft es ja dann nicht auf so eine Situation hinaus, sondern. Ja, aber wenn ich das zum Beispiel meinen Schülern auch sehe, wenn die untereinander sind, so Kumpels untereinander, was die sich alles nennen dürfen, da ist Hurensohn noch das harmloseste. Aber wenn da einer in die Gruppe kommt, den sie nicht leiden können, und der sagt, du Hurensohn, oh, ja, das ist ja. Aber darum geht es jetzt nicht. Genau. Worum geht es hier heute? Es geht hier um Filme, aber vielleicht müssen wir noch ganz kurz für die, die das jetzt zwangsweise mit anhören mussten, noch sagen, also dieses Moruk-T-Shirt, das hat was mit einem Podcast zu tun, der heißt Bratwurst und Baklava mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa, hier aus Stuttgart ist der Özcan. Stuttgarthausen. Und aus Hausen, genau. Und die beiden machen zusammen einen Podcast bei 1Live, ist es, glaube ich. Und da fällt das immer mal. Und der Özcan Kosa hat in seinem Programm ja auch dieses Thema mit Moruk. Und der nennt ja auch immer seine guten Kumpels. Also anstatt Kumpel benutzt er Moruk. Und, ja, oder Alter. Statt Alter sagt man Moruk. Das hat sich halt dann so irgendwie etabliert. Und das gibt es als Merchandise auch. Okay. Ist auch tatsächlich in der Jugendsprache aufgenommen. Ja. Moruk. Okay. Ich habe recherchiert nochmal, ja. Okay. Und von Schülern bestellt. Ja, jetzt lass uns doch mal loslegen. Malabila, ich hab gesagt, wir nehmen auf, ey. Okay. Also, wir hatten in der Sneak Preview den Film Eine Frau mit berauschenden Talenten. Im Original, im französischen Original heißt nur La Daronne, irgendwie die Mutter oder so ähnlich. Oder die. Im Englischen, der englische Original oder der englische Titel davon ist übrigens Mama Weed. Ja, das fand ich geil. Irgendwie hat er da eine wilde Namensgebung in diversen Ländern hier. Und wir sehen in der Hauptrolle Isabelle Huppert und die spielt eine Übersetzerin für so arabische Dialekte bei so einer Spezialeinheit der französischen Polizei. Und
speziell so Drogenfahndung und die versuchen halt die Transport von Drogen aus, speziell aus der Maghreb-Region, irgendwie zu unterbinden oder da die Hintermänner zu fassen. Und so müssen halt diverse Telefonate abgehört werden, die häufig auf Arabisch laufen, damit eben die französischsprachigen Polizisten das nicht so leicht mithören können. Das ist quasi so eine Dekodierung, sagen wir es mal so. Und eine einfache Möglichkeit der Dekodierung. Und sie wird halt dazu engagiert, um das immer zu übersetzen. Das macht sie auch, so weit, so gut. Und wir sehen dann noch in einer anderen Szene, dass ihre Mutter in einem Pflegeheim ist. Und in diesem Pflegeheim ist so eine nette Pflegerin, die sich um sie kümmert. Und ja, sie hat selber auch ein bisschen Probleme, dieses Pflegeheim zu bezahlen für ihre Mutter. Und eines Tages bekommt sie aber mal mit, dass der Sohn von der Pflegerin in was verwickelt ist, dass er wohl aus Marokko über den Landweg, erst über Gibraltar und dann über den Landweg über Spanien nach Frankreich irgendwelche Drogentransporte übernehmen soll, so als kleiner Maulesel nennt man das, glaube ich, in der Drogensprache. Also, und sie steckt ihr diese Information, damit sie das weiterleitet an ihren Sohn. Und ja, der bekommt das dann mit und wird auch schon verfolgt von der Polizei und kommt dann auf die Idee, das schnell irgendwo loszuwerden, diese Drogen. Und da gibt es so ein Gebäude bei so einem Windpark und da deponiert er das dann. Und sie geht dann dahin und holt sich diese Drogen mit einem Sprinter, würde ich mal sagen. Und steigt dann ins Drogengeschäft ein. Also was man ja aus diversen Filmen schon so kennt, Grasgeflüster, Breaking Bad aus der Serie vielleicht, und wo dann wirklich irgendwelche Leute ins Drogengeschäft einsteigen. Sie hat dann so ein paar Leute an der Hand, die das für sie auf der Straße verticken. Und sie wird dann relativ schnell so zur Drogenhändlerin. Und das Witzige ist auch noch mit in dem Film, dass ihr Freund der Polizeichef ist und der ist ganz hart dran an diesem Thema, ja, wer steckt da jetzt dahinter, wo sind jetzt die Drogen, und der steht auch gewaltig unter Druck, da die Ergebnisse zu liefern. Und als sie dann hören, dass irgendwie eine Frau da beteiligt ist, und das wird dann alles immer suspekter und so, ja, so nimmt das dann seinen Lauf. Noch irgendwas vergessen? Nee. Nee? Nee. Das war halt alles auf Französisch. Ach ja, und genau. Was mich fertig gemacht hat, ist, dass ich relativ viel Französisch doch verstanden habe. Ah oui, naturellement. Da wusste man dann gleich auch mal, wie solche bestimmten Begriffe aus der Drogenszene und aus der kriminellen Szene gleich mal auf Französisch heißen. Das war auch ganz gut. Also, ich danke, dass du jetzt, ich habe relativ viel verstanden und du kommst jetzt mit der Droge. Nee, das war das, was man zusätzlich dann noch gelernt hat. Das fand ich aber ganz... Sehr gut. Außerhalb kommt jetzt an so, aha, der Chris kennt sich in der französischen Drogenszene aus. Vielen Dank, lieber Erik. Du meintest ja die allgemeinen Redewendungen und so, was die hatten. Für mich war es auch eine schöne Einstimmung, weil wir planen ja eigentlich, wenn das jetzt nicht wieder schief geht, wir planen ja eigentlich einen Urlaub in Frankreich. Mal gucken, ob das klappt. Urlaub, Gottes Willen. Sieht schwierig aus mit Paris. Die haben, glaube ich, gerade ziemliche Probleme. Mal gucken, wenn das Auswärtige Amt sagt, wir dürfen nicht fahren, dann natürlich nicht. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob die sagen, ihr dürft nicht fahren. Vielleicht sagen die, ihr solltet vielleicht nicht fahren. Naja, es kommt drauf an. Wenn sie eine Reisewarnung rausgeben, darf ich auch nicht fahren von der Arbeit aus, weil da gibt es ganz strikte Richtlinien. Weil, ja, verständlich. Wegen Berufsgenossenschaft und allem und Krankenkasse und Lohnfortzahlung und so weiter. Das steht sonst alles auf der Kippe. Es muss halt am Tag der Abreise muss halt ein grünes Licht sein. Also darf kein rotes Licht sein, ganz wichtig. Würde ich sowieso allen empfehlen. Aber wie fand man jetzt den Film? Wir kommen ganz schön ab heute. Ja, ist brutal. Es geht halt um Frankreich. Ich fand ihn relativ goldig eigentlich. Also er war ganz, ganz cool gespielt. Es war, ja, manche Szenen fand ich so ein bisschen lame. Wo ich auch gedacht habe, so okay. Hat ein bisschen Drama drin, gerade die Beziehung, wo es sich aufbaut zu ihrer chinesischen Hausverwaltung, das fand ich ein bisschen krass und hinten raus dann auch ein bisschen drüber sogar. Also ich erinnere da sehr gerne an die Szene der Hochzeit. und ja, es ist einfach, sie hat die Frau Hubert
Hubert, wie ich sag, Hubert, wie du sagst, hat halt einen Ausweg gefunden quasi aus ihrem Dilemma, dass die Polizei, für die sie auch arbeitet, dasteht wie so ein paar Idioten eigentlich immer. Fand ich wieder sehr schade, weil so dumm ist die Polizei nicht. In französischen also, Filmen aber sehr häufig, einer da an Louis de Funès. Ja, nein, doch. Oh. Und ja, also vielleicht lag es auch an der Sprachbarriere etwas, dass das nicht so ganz die Stimmung bei mir aufkam. Es ist ein nettes Stück Film, das keinem wirklichen wehtut, das jetzt halt eine Geschichte erzählt, die jetzt nicht super witzig ist, aber auch nicht super Drama. Es ist so von allem so ein bisschen angekratzt und im Endeffekt bleibt für mich dieses schöne Bild, wie es immer bei so Filmen ist, ein kleiner Bach in einem Wald, der halt vor sich hin plätschert und ab und zu mal ein Höhepünktchen hat und dann geht's mal ein bisschen rasanter, aber dann plätschert er lieber wieder leise und sachte vor sich hin, tut keinem weh, hilft mal jemandem zur Ablenkung und das war's. Jetzt kommt der Erik und sagt, und man kann reinpinkeln, ist die Toilette für die Tiere. Ja. Nein, das sage ich nicht. Nein. Ja. Ich fand den Film aber auch, ich bin ja eh ein bisschen frankophil, ne? Deswegen, ich fand ihn ganz, ganz schön und kann man durchaus gucken. Ich fand es auch sehr schön, dass er wirklich mal den Mut hatten, wieder mal einen nicht englischsprachigen Film als OV zu zeigen. Auch wenn ich viele Sachen, also natürlich ein paar Sachen habe ich auch verstanden, klar, aber viele Sachen eben doch nicht. Da musste ich dann mitlesen, was dann doch Montagabend nach einem anstrengenden Arbeitstag dann doch ein bisschen anstrengend ist. Aber dadurch ist man auch irgendwie gefühlt mehr am Ball geblieben, weil man ja dann doch zwangsläufig mitbekommen hat, worum es geht und alles. Und ja, der hätte stellenweise schon ein bisschen mehr Drive gebraucht. Da war ein bisschen so die Luft raus manchmal an manchen Stellen. Es war halt nicht so eine Düsternis wie bei Breaking Bad. Es war auch nicht so reine Comedy wie Grasgeflüster, wo sich dann die Damen irgendwie so einen Hanftee kochen und sowas. Es war irgendwie so mittendrin. So weder besonders dramatisch, waren natürlich ein paar Szenen drin, auch mit ihrer Mutter und ihrer Herkunft und sonst was alles. Und ja, aber ja, ich weiß auch gar nicht, also so richtig empfehlen kann ich den Film eigentlich nicht. Aber er ist auch jetzt, der tut nicht weh und ich sag mal, für die Sneak ist der ganz gut. So, von der Art her. Tut niemandem weh. Ja, ja. Schöner Film, angenehm zu sehen, mit einigen Potenzial nach oben, was man durchaus hätte nutzen können. War auch manchmal ein bisschen quatschig, wenn sie sich dann irgendwie verkleidet hat und noch mit Hund unterwegs und sonst was. Und ja, also von mir bekommt der 6,5 von 10 in der Metropol-Sneak-Gruppe. Habe ich 7 gegeben, weil da gibt es ja keine halben Punkte. Also ja, nur mal so als, also die Tendenz ist eher nach oben. Das ist wieder eine versteckte Kritik hier. Nee, es geht ja nicht anders. Ich sage nur, also ja, die Tendenz geht bei mir eher nach oben. Ja, ich runde die 5 nach oben auf. Ich weiß nicht, was der Mathelehrer sagt. Rundet mal 5 nach oben. Also rein mathematisch, wenn du runden sollst, dann rundet man bei 5 auf. Okay, na, da habe ich ja alles richtig gemacht. Und ich bin auch so von der Tendenz her eher in Richtung 7. Also wenn ich sagen würde, das ist eine 6,75 von 7. Ja, du musst es anders sagen. Wenn du dir unsicher bist mit 6,5, dann überlegst du dir, was der Unterschied zwischen 6,4 und 6,5 oder zwischen 6,6 und 6,5. Und dann kannst du innerlich eine 6,6 machen, dann ist eine ganz klare Sache. Oder eine 6,4, dann ist auch eine klare Sache. Übrigens nicht bei Noten, aber das ist ein ganz anderes Thema, weil man kann auch mit 3,7 noch eine 3 geben tatsächlich, ohne Probleme. Aber das Notengebung, da diskutieren wir mal an einem gesonderten Podcast-Folge drüber. Ich habe ihm 6 Punkte gegeben und zwar glatte 6, weil er tut niemandem weh und er ist okay. Schön für die Sneak fand ich den. Also vielleicht auch als Empfehlung für alle anderen, die Sneaks betreiben, die ja teilweise vielleicht hier auch mithören oder so, dann könnt ihr den mal mit auf die Liste nehmen. Das ist ein Film, der gut ankommt. Darf ich meinen mal zuerst machen, weil der ist, glaube ich, sehr aktuell, den ich habe. Oder willst du... Naja, lass mir den Tipp für die nächste Woche einfach aus. Ach so, ja, genau. Ich will. Wie lautet denn der Tipp für die nächste Woche? Für die Sneak 1054 am 17.08.2020 lautet der Tipp Clubszene. So, mein letztes Sneak vorm Urlaub. Oder vielleicht doch nicht, wenn wir nicht in den Urlaub fahren. Folgende Tipps sind eingegangen. Der Martin, der ja ein bisschen Insiderwissen hat, der hat getippt Mrs. Taylor's Singing Club. Habe ich noch nie davon gehört. Raphael
hat getippt Stage Mother, auch noch nie gehört, aber mit Lucy Liu, ein Comedy-Film. Klingt ja ganz nett. Und ich habe getippt Follow Me. Das weiß ich zwar nicht, wie ich da auf Clubszene komme, aber der lief in einigen anderen Sneaks tatsächlich. Deswegen, und weil der irgendwie bald startet, habe ich gedacht, na, vielleicht kriegen wir den auch. Aber wir haben zuletzt gelernt, dass die Tipps nicht immer komplett passen. Ja, aber ja, in der Mangelung, die anderen Sachen kannte ich nicht und ich habe gedacht, ich tippe mal einen, wo ich weiß, der lief auf jeden Fall in Sneaks. Deswegen habe ich den mal genommen. Auch genommen habe ich im Heimkino folgenden Film. Heimkino. Project. Was für eine geile Überleitung, Mann. Project Power heißt der Film. Mit, Alter. Achtung, Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt. Ja, die spielen unter anderem damit. Gedreht von Henry Joost und Ariel Schulmann. Und in dem Film geht es um eine Droge, die Superkräfte verleiht tatsächlich. Die Superkräfte bleiben aber nur eine gewisse Zeit und ist auch ein bisschen Risiko dabei, denn manchmal schlägt es so völlig ins Gegenteil um oder die Leute explodieren einfach. Also da ist durchaus noch mit gewissen Nebenwirkungen zu rechnen. Aber bei denen, wo es funktioniert, die das teilweise auch wissen, dass es funktioniert, die es halt irgendwann mal probiert haben, gesehen haben, ah, okay, ich habe die und die Superfähigkeit. Die sind natürlich sehr daran interessiert, diese Droge zu bekommen, damit sie immer mal diese Superkräfte einsetzen können. In New Orleans spielt das Ganze. In New Orleans ist Joseph Gordon-Levitt ein Polizist und der findet das ein bisschen unfair, dass die Kriminellen diese Droge haben und dann mit irgendwelchen Superkräften ganze Polizeireviere zerlegen. Wir hören da auch einige Nachrichten im Film, wo das dann so gesagt wird, dass irgendwie so ein ganzes Polizeirevier massakriert wurde oder eine ganze Bank überfallen wurde, das ganze Gold rausgeholt, nur von einer Person und so und alle massakriert und so. Und er hatte diese Droge auch mal genommen. Also man weiß auch, was er für eine Fähigkeit dann hat. Das möchte ich jetzt mal nicht verraten, weil das ist eine ganz nette Szene im Film. Und die andere Geschichte, und er ist auf der Jagd quasi nach den Hintermännern dieser Droge, weil er will das stoppen, dass die nicht weiter in die Stadt einfliegen. Also er ist der Good Guy. Kann man so nicht, wie es halt immer so ist. Es lehnt sich ja, wie ich gehört habe, so ein bisschen an Marvel an. Da gibt es wohl einen Comic, der Power heißt. Und da ist es wohl so, dass ein ähnliches Setting ist, wo zwei Polizisten auf die Jagd gehen nach diesen Drogenhändlern, die diese Power-Droge da reinbringen. Und daran lehnt sich das wohl sehr stark an, obwohl es keine offizielle Lizenz hat hier. Und wie es dann auch immer so ist, es ist nicht alles nur schwarz und weiß. Ne? Also deswegen, wenn du sagst, der ist der Good Guy, ja, ist vielleicht nicht ganz so. Die andere Person in der Geschichte ist Jamie Foxx. Den lernen wir erstmal kennen auf einem Fahndungsbild, was Joseph Gordon-Levitt hat, wo er gesagt bekommt, hier, das ist der Böse, den musst du fangen. Und wir sehen dann aber relativ früh, dass Jamie Foxx, die Rolle von ihm, dass er wohl doch nicht der Böse ist, sondern er ist auf der Suche nach seiner Tochter, die irgendwann mal abhanden gekommen ist. Ich möchte jetzt auch nicht verraten, warum, weshalb, wieso, weil das wird auch im Film enthüllt. Und er ist auf der gleichen Art und Weise auf der Suche nach den Hintermännern dieser Droge, die diese produzieren. Und irgendwann, Jamie Foxx lernt dann auch noch so ein junges Mädchen kennen, die ist eine Straßendrogendealerin. Und ihr Cousin beschafft ihr immer diese Drogen und sie vertickt die dann. Und sie, da gibt es auch noch eine Querverbindung zu Joseph Gordon-Levitt, sie hat ihm ab und zu auch mal diese Power-Droge verkauft, damit er eben gegen die bösen Jungs eine Chance hat, ne, in seinen Einsätzen. Und das Ganze beobachten wir nun, ist halt ein Science-Fiction, nicht direkt Superhelden-Film, weil, wie gesagt, die Superkräfte, die sind ja nicht dauerhaft da. Das hätte ich eigentlich gedacht, wenn man es einen Superheldenfilm nennt, wie Superman oder Spider-Man, dass die halt immer die Kräfte haben. Ist halt nicht so, sondern es ist eher so ein Science-Fiction-Kriminalfilm und immer wenn die Leute Drogen nehmen. Gab es früher mal so eine Serie, immer wenn er Pillen nahm. Kennst du das noch? Nee, ist zu alt. Das kenne ich auch nur wirklich als uralte Serie. Lief aber manchmal so auf dem dritten Programm. Und so ungefähr ist es hier auch. Der Macher des Films ist der zum Beispiel auch mal Nerf gemacht hatte, den wir in der Sneak hatten, weißt du noch, mit dieser App, wo die alle, den fanden wir ziemlich gut. Und ja, cool, ja. Den habe ich auch schon in der Schule gezeigt sogar. Oh, okay. Und ich fand hier den Project Power auch ziemlich gut
gedreht. Der hatte vom Skript her hatte der so ein paar komische Sachen drin. Also dieses ganze Gemäre da mit Jamie Foxx, der seine Tochter sucht und sowas. Ich hätte es lieber ein bisschen geradliniger gehabt, dass er irgendwie relativ schnell auf Joseph Gordon-Levitt trifft und die beiden zusammen da vorgehen. Er ist teilweise ultra brutal, weil wenn dann wirklich manche ihre Superkräfte entwickeln und dann so die Leute zerlegen oder wenn das nicht funktioniert mit den Superkräften und die zerlegt es dann und teilweise wirklich ultra heftig, was man da zu sehen bekommt. Also definitiv nicht irgendwie kein Superheldenfilm für Kinder oder so. Und er hat dieses typische, was ich schon bei den letzten Filmen entdeckt hatte, dieses Direct-to-Streaming-Problem, dass er einfach irgendwie manchmal ein bisschen zu lang ist, so ein bisschen unsauber im Schnitt, wo man denkt, okay, da hätte es jetzt die Szene wirklich gebraucht oder hier hätte man wirklich mal früher rausgehen können aus der Szene, wo halt einfach so Längen drin gelassen wären, wo gesagt wird, okay, scheißegal, ich muss ihn ja nicht ins Kino bringen. Deswegen geht er auch irgendwie fast 2 Stunden, der Film, und hätte durchaus ein bisschen gerafft werden können. Das Soundtrack fand ich mega geil, da kommt dann auch was in meinen Spotify-Tipps. Und ein paar coole Nebencharaktere. Auf einen möchte ich mal hinweisen. Ich weiß nicht, ob man ihn kennt. Der hat einen sehr, 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 sehr erfolgreichen YouTube-Kanal gehabt, nämlich Casey Neistat. Ein US-amerikanischer, ich glaube aus New York war der YouTuber. Der hat, glaube ich, mittlerweile aufgehört. Früher hat er auch mal Filme gemacht, ist da bekannt geworden durch eigene kleine Kurzfilme und hat dann seinen YouTube-Kanal gemacht. Eins seiner bekanntesten Videos, was sehr stark viral gegangen ist, wo er mal von so einer Fluglinie hat er ein Upgrade bekommen von der Touristenklasse in die Very, Very First Class. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, von Etihad oder so. Nee. Und das hat er natürlich dann gleich als YouTube-Clip gemacht. Da war er noch nicht so bekannt, hat dann halt so gefilmt, wie das da so mit der Kabine, die er da hat und dass er sogar duschen kann und so weiter. Und ja. Und das ist viral gegangen damals, wie auch ein paar andere Clips von ihm. Ja, also insgesamt Project Power. Ein okayer Film, ein bisschen zu viel Bloodshed da drin, ein bisschen zu viel Längen, deswegen von mir 7/10. Kann man gucken, sieht auch geil aus in Netflix, UHD und so. Ja, ich habe es auf dem großen Fernseher geguckt, gestern Abend, wo alle schlafen waren. Ja, also für wer Superhelden-Sachen mag, und die zwei Schauspieler sind ja auch immer sehenswert, Soundtrack ist geil. Durchaus, also kein völliger Krampf. Nö, kein völliger Krampf, nee. Ich hätte mir gewünscht, dass ein bisschen weniger so diese völlig übertriebene Gewalt drin ist, weil das hätte der Film nicht gebraucht, dass er vielleicht auch ein paar andere Zielgruppen noch mit erreicht und dann wirklich drinnen noch die Story ein bisschen raffen und dann, weil jedes Mal, wenn sie zeigen, wenn dann jemand so ein Ding nimmt und du weißt nicht, okay, was löst es jetzt bei dem aus, weil dann siehst du so eine coole Superkraft und die auch visuell immer sehr, sehr toll dargestellt sind, diese Superkräfte, was die Leute haben. Und das hätte ich mir auch vielleicht sogar gerne als Serie gewünscht, aber halt nicht so ganz ultra brutal. Das hat es nicht gebraucht. Ein Soundtrack war geil, die Stimmung war geil im Film, New Orleans und so. Jo, was hast du denn gesehen? Okay. Auch was mit Superhelden, sehe ich da. Ja, so in etwa. Ich habe Harley Quinn, Birds of Prey. Also so heißt er, ich weiß jetzt nicht ganz genau, oder heißt du die Emancipation of Harley Quinn, Birds of Prey? Ich kann es dir nicht genau sagen, wie jetzt dieser Film wirklich heißt. Ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist mit Harley Quinn, Birds of Prey, oder? Ja, ich habe mir auch schon gesehen, ja. Und zwar ist Margot Robbie zurück als Harley Quinn in einer DC-Comic-Verfilmung, die sich vom Mr. J, also vom Joker, getrennt hat. Also die machen Schluss, oder vielmehr Joker hat sie rausgeworfen und sie rennt erstmal durch Gotham und sagt es natürlich niemandem und profitiert dementsprechend noch von den ganzen Vorzügen, die das Dasein als die Frau an der Seite des Jokers mit sich bringt, bis halt dann wirklich rauskommt, okay, sie ist da gar nicht mehr mit dem liiert, und das endet dann darin, dass sie ganz arg viele Menschen auf den Plan ruft, die sie erstmal umbringen wollen. Und sie wird also quasi von der Königin oder von der Queen des Untergrunds in Gotham wird sie zur geächteten Gejagten. Und
Sie wird unter anderem verfolgt von Renee Montoya gespielt, also Rosie Perez spielt die. Das ist eine Polizistin, die relativ erfolglos erfolgreich in ihrem Job ist, aber nie die Anerkennung dafür kriegt, weil das immer ihr Kollege die Anerkennung kriegt und ihre Ex-Partnerin ist jetzt auch noch Staatsanwältin und die sind auch nicht so gut aufeinander zu sprechen. Also sie hat es als Polizistin überhaupt nicht einfach. Dann haben wir noch Black Canary, Dinah Lance, gespielt von Journey Smollett. Journey, guck mal, ich bin noch vor dem Französisch-Modus. Journey Smollett, die spielt eine Sängerin im Club von Roman Sionis. Das ist Ewan McGregor, der dann auch mitspielt. Und wird dann als Fahrerin, zur Fahrerin noch hochgestuft. Ich hoffe, ich habe jetzt die Schauspieler nicht gerade verwechselt, aber ich glaube nicht. Und dann kommt noch Mary Elizabeth Winstead als The Huntress mit rein, die auf einem Rachezug ist durch Gotham, weil ihre Familie damals grausam umgebracht wurde und einer derjenigen, der sie hätte umbringen sollen, der von dem Erschießungskommando, der hat entdeckt, dass sie noch lebt und hat sie dann mitgenommen und dann wurde sie trainiert und schlag mich tot. Im Endeffekt geht es dann darum, dass Harley Quinn einen Diamanten besorgen soll für Roman Sionis, um ihr Leben auch zu retten. Cassandra Cain von Ella J. Basco gespielt. Cassandra Cain, eine kleine junge Dame, Kleinverbrecherin. Du gähnst schon, ne? Ja, ich kann mich auch gar nicht mehr an diesen Film erinnern. Ich habe den noch vor nicht allzu langer Zeit gesehen. Ich weiß, war mir jetzt gerade alles neu mit den Diamanten und so. Ich weiß nicht, den Diamanten, den klaut die und verschluckt ihn. Das heißt, man muss irgendwie aus der raus und damit ist sie natürlich auch das Objekt mit Kopfgeld ausgesetzt und bliblablub. Also vom Prinzip her, jeder jagt jeden, jeder arbeitet irgendwie untereinander mit anderen noch nach draußen zusammen. Ein ziemliches Wirrwarr und in der Mitte immer Harley Quinn, die da so offene innere Monologe führt, was so ein wenig sich anlehnt an Deadpool. Nur, es funktioniert überhaupt gar nicht. Meieiei. Also, abgesehen davon, dass mir Margot Robbie tierisch auf den Senkel geht in der Rolle, also wirklich auf den Senkel geht, weil ich es einfach komplett, es ist einfach doof. Ich finde es einfach komplett doof. Hat für mich als Harley Quinn da wirklich nicht wirklich funktioniert und Rosie Perez als die Beamtin oder als der ehemalige Cop, weil sie schmeißt hin und wir alle wissen ja, wenn ein Cop hinschmeißt, dann geht's erst richtig los. Das ist so aus dem Film raus. Und das ist, die spielt das so schlecht. Ich finde, das spielt das wirklich schlecht. Wenn dann eine Nebendarstellerin wie Journey Smollett Margot Robbie schon die Show stiehlt, kann man nicht anders sagen, wird es schon kritisch. Ewan McGregor völlig verschenkt in der Rolle, völlig gaga. Die ganze Story ist so völlig wirr. Es soll wohl dahin auch gehen, dass es heißt, okay, schau mal an, so wirr wie dieser Film ist, so wirr geht's auch in Harley Quinns Kopf zu und was weiß ich was. Wird für mich der ganzen Harley Quinn-Geschichte nicht so ganz gerecht. Funktioniert für mich, hat mir für mich nicht funktioniert. Wie der Auftritt von Mary Elizabeth Winstead, die ich sehr, 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 sehr mag, muss ich sagen. Also ich mag die wirklich extrem. Finde ich allerdings auch etwas verschenkt in dem Film. Also völlig übertrieben, brutal eigentlich und so. Sie will sich einen Namen machen. Da hat sie schon deutlich bessere Rollen gehabt. Ich darf da nur an Scott Pilgrim oder sowas erinnern. Also ganz, ganz, ganz deutlich bessere Rollen. Und ja, es läuft halt auf so einen Endkampf hinzu, wie es halt so ist. Es ist ganz arg viel Frauenpower. Es ist auch wieder, die Polizei ist natürlich völlig überfordert, weil eigentlich nur Männer sind, die ganze Zeit verprügelt werden dann. Es ist so richtig Girls Action und hey, guck, wie wir es können und pam, pam, pam. Er hat aber ein paar schöne Szenen, fand ich. Also ich habe den auch sehr negativ in Erinnerung und sag mal, der Hälfte habe ich eh vergessen gehabt. Also so gut, ich fand so die eine Szene schön, wo sie da reingeht und dann eben keine echte Schusswaffe hat, sondern diese Farbbeutelkanone. Ja, aber das war auch so völlig dumm.
ich fand die schön, die Szene. Also wirklich auch auf die Idee zu kommen, sagen, okay, wir metzen jetzt nicht einfach mal oder noch ein Gemetzel, weil es gab ja schon genug, sondern da mit diesen Farbbeuteln da rum zu ballern, fand ich visuell sehr schön, die Idee. Völlig dumm. Ich fand es völlig dumm, ganz ehrlich. Also das war so eine richtig dumme Szene. Vor allem, die kam ja mehr oder weniger zweimal, die Szene, weil, oh, warte, aber um das zu erzählen, haha, ich erzähle meine Geschichte nämlich anders, weil ich erzähle ja die Geschichte. Also erzähle ich die Geschichte, wie ich die Geschichte erzählen will. Boah, und dann am Ende der Endkampf in diesem Clowns Playhouse, also das fand ich, das war mit der schlechteste Endkampf, den ich jemals irgendwo gesehen habe. Also das war ja so Panne. Ne. Also da fällt mir echt nichts mehr ein. Ich saß, glaube ich, echt mit offenem Mund vorm Bildschirm, weil ich gedacht habe, hey, machen die jetzt nicht, das ist ja so schlecht. Und damit sah es so ein bisschen aus wie angelehnt an American Gladiators, nur dass die American Gladiators da wenigstens noch einigermaßen vernünftig, also weiß ich, kennt man das heute noch? Fall American Guys Gladiators heißt das, Fall Guys. Heute heißt es Fall Guys, ja. Nee, hat mich überhaupt nicht abgeholt, die Story-Banane, die Schauspieler, auch wenn es eigentlich teilweise gut gewesen wäre, die Besetzung, auch nicht. Nee, Birds of Prey fand ich einen ziemlichen Griff ins Klo. Ich habe ihn mit 5,5 jetzt mal bewertet, aber wenn ich so drüber rede, gebe ich ihm doch nur 5. Hm. Weil man kann ihn dann vielleicht schon mal anschauen, um auch sagen zu können, ha, ich habe ihn gesehen und haha, deswegen verkleide ich mich an Halloween hier auch als Harley Quinn, weil ich bin ja genauso crazy, haha. Ja, du siehst, in welche Richtung das läuft. Ne? Ah ja, aber das deckt sich ja ungefähr mit dem, was ich da noch in Erinnerung hatte vom Film. Was ich mir noch gemerkt habe. Ja. Siehst, ich habe schon... Nee, brauche ich kein zweites Mal sehen. Den grundsätzlichen roten Faden habe ich schon gar nicht mehr im Kopf gehabt. Also, ja, weil es auch völlig... Und ich merke mir jeden Scheiß aus allen Filmen, aber wenn mich Filme wirklich nicht interessieren und die an mir am Arsch vorbeigehen, dann merke ich mir es auch nicht. Hm. Bestes Beispiel. Ich habe noch zwei Dokus, die ich wirklich empfehlen kann, beide. Die eine gibt es auf Amazon Prime, die heißt Closer to the Edge oder deutscher Titel Hard am Limit. Bin ich durch Zufall drauf gekommen, ich dachte, es ist eigentlich ein Film und dann war es auch eine Doku, da geht es um den Isle of Man, um die Isle of Man Tourist Trophy, ein Motorradrennen, was auf der Isle of Man stattfindet. Im Original wird das narratiert von Jared Leto und ja, da geht es halt um dieses Motorradrennen, was auf der Insel stattfindet. Wirklich Straßenparcours, keine Absperrung, keine Rennstrecke, nix, sondern wirklich so quer durch die Gemüsegärten und wo wirklich immer viele Leute sterben, sich verletzen und sowas, was ja immer noch stattfindet, das Rennen, und da werden Leute begleitet und während der Dreharbeiten kommen auch welche zu Schaden und sonst was. Das ist eine absolute krasse Dokumentation für, ja, wer sich damit irgendwie mal, wer Rennsport irgendwie, wen das interessiert oder so. Wie gesagt, ich bin ja eigentlich eher so für Rennsportfilme und ich dachte, es halt wäre ein Film, aber diese Doku hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Hat halt immer auch noch zusätzlich so ein Kloß im Hals, weil man ja wusste, dass alles echt ist und was da so passiert ist, und boah, da zeigen die auch Unfälle, um Gottes Willen. Also Isle of Man, TT, Hard am Limit, Closer to the Edge auf Amazon Prime verfügbar. Die zweite Doku ist auf Netflix, die heißt nur Anelka. Und für die nicht ganz so sattelfest sind mit französischem Fußball. Ist das Nicolas? Ja, Nicolas Anelka. der ja, ist ja ein bisschen durch die Welt getingelt bei verschiedenen Vereinen, hatte da immer mit seiner Persönlichkeit, er ist halt eher immer so ein Introvertierter gewesen, aber wenn er mal irgendwie stark gereizt wurde, dann hat er halt schnell mal über die Stränge geschlagen, hat er eine kurze Lunte gehabt und so ähnlich, also es wurde ihm ja, oder dieser ganze Skandal Südafrika mit der Nationalmannschaft, dass sie nicht trainieren wollten und er wurde ja rausgeschmissen damals und die haben sich mit ihm verbündet und so. Das wurde ihm mehr oder weniger alles angehängt und das wird hier so ein bisschen richtig gestellt, wirkt aber für mich so ein bisschen so, als versucht sich da jemand sehr stark wieder reinzuwaschen von irgendwas, was gewesen ist. Okay, es mag nicht alles genauso gewesen sein, aber der bravste Bube ist der auch nicht gewesen, sonst wäre der nicht bei so vielen Vereinen rausgeflogen. Und ja, interessante Doku für jemand, also der sich für Fußball interessiert, weil sind viele Szenen drin. Der war ja, was weiß ich, der war ja in Liverpool, der war in Chelsea, der war, weiß nicht, in Spanien bei Real Madrid und ja.
Auch über das ganze Fußball-Business wird da sehr viel erzählt, weil er ist ja als einer der teuersten Transfers damals zu Real Madrid gekommen, noch lange vor Ronaldo und allem. Und was dann auch so mit dranhängen, ne? Wie man dann, wenn man 20 ist und plötzlich so der teuerste Transfer ist, was das für einen bedeutet, dass man kein Privatleben mehr hat, man ist in einem fremden Land, man kann nicht mal vor die Tür gehen, ohne dass plötzlich Gewitter ist und so, was das auch psychisch mit den Leuten macht. Interessante Dokumentation, also für jemand, der sich ein bisschen für Fußball interessiert, Anelka auf Netflix. So. Und jetzt gucken wir mal, was so Neues im Kino anläuft. Vielleicht ist da noch irgendwas Cooles dabei. Es wird ja langsam immer mehr. Kinocharts und Neustarts. So, die machen wir zuerst Neustarts oder was hast du? Ja. Neustarts, ich fange an mit Follow Me, den hast du ja schon getippt, ne? 20. August. Also für die Sneak getippt. Ja, 20. August. Follow Me mit Keegan Allen aus Pretty Little Liars und Holland Roden aus MTV's Teen Wolf kann der neueste Streich der Macher von Escape Room aus 2017, Gott, ist ja schon so lange her, mit zwei attraktiven Jungstars aufwarten, die von Regisseur Will Wernick durch ein Schreckensszenario geschickt werden, das zwar sehr modern auf Social Media macht, aber doch vor allem als Variation von Hostel oder Cube Genre-Fans ansprechen wird. Ja, und wie klingt Variation von Hostel oder Cube? Klingt sehr nach einem Escape Room. Ja, das haben nämlich manche schon das Sneak gehabt, deswegen habe ich den auch getippt. Das ist quasi so, dass diese Influencer, die fahren da nach Moskau und da gibt es zufälligerweise so einen Raum oder mehrere Räume und sie müssen von einem Raum in den nächsten, also es ist wirklich Escape Room in Russland. Bist du bei Kino.de oder bei Filmstarts? Ich bin bei Kino.de. Okay, dann mache ich dort auch weiter. Ein Drama, die obskuren Geschichten eines Zeitreisenden. Steht hier gar nichts weiter dazu da. Mal gucken, ob hier was dazu steht. Sieht nach einer spanischen Film aus. Nachdem sie ihren Mann in eine Psychiatrie verlegt hat, kehrt die Verlegerin Helga mit dem Zug nach Madrid zurück. Im Wagen fragt sie plötzlich ein Fremder: Willst du, dass ich dir mein Leben erzähle? Oh Gott, wenn ich mir das in einem Zug sagen würde, würde ich gleich sagen: Oh nee, danke. Der Mann heißt Angel Sangustin, ist Psychiater und arbeitet in derselben Klinik, die Frau besucht hat. Oh, sie stößt auf einen zwielichtigen Gestalt. Ja, bla, bla, kommt bla, zum Punkt. Ja. Nee, gibt keinen Punkt. Entschuldigung, aber das war boring. Exil läuft an. Drama über einen aus dem Kosovo stammenden Pharma-Mitarbeiter, der sich diskriminiert fühlt und damit an den Rand des Wahnsinns getrieben wird. Okay. So, was haben wir denn noch hier Schönes? Exil. The Climb. Spielfilmdebüt von Michael Angelo Covino, hieß so der nicht eben in dem Zug, der die Höhen und Tiefen seiner langjährigen Männerfreundschaft mit Kyle Marvin zeigt. Das scheint um eine Radfahrgeschichte zu gehen, wenn ich das so deuten darf. Da sind bestimmt Drogen im Spiel und Doping. Es scheint um irgendwelche Radfahrer zu gehen. Deswegen The Climb wahrscheinlich so, weil die da irgendwo einen Berg hochfahren. Ein Bergaufstieg, wow. Voll metaphorisch und so. Kopfplatzen. Den hatten wir auch schon mal, denn der stand, glaube ich, sogar mal zur Auswahl für die Heimsneak. Ach so. Intensives Drama, das subtil von einem Pädophilen erzählt, der mit seiner Neigung ringt. Aha. Okay, muss ich nicht sehen, glaube ich, aber das ist hier der, wie heißt der, Max Riemel, glaube ich, in der Hauptrolle. Dokumentarfilm über Schlingensief kommt noch, Meister Eder und sein Pumuckl kommt wieder ins Kino. Ja. Und Tesla mit Ethan Hawke als Nikola Tesla. Und den hätte ich tatsächlich auch gern gesehen. Aber gut, wenn der jetzt schon anläuft, kann der leider nicht mehr an das Sneak kommen. Na, vielleicht morgen. Nee, das passt nicht mit dem Club. Tja, weiß ja nicht. Der ist ja auch zu einem Erfinder-Club. Okay, dann haben wir noch Die Rüden. Ungewöhnliches Drama zwischen Fiktion und Non-Fiktion über Gewaltstraftäter, die über die Arbeit mit bissigen Hunden ihre eigenen Aggressionen unter Kontrolle bringen sollen. Wenn schon in der Beschreibung drin steht, ungewöhnliches Drama, dann weiß man schon, okay, das ist jetzt nicht gerade Samstagnachmittag-Programm. Stage Mother gibt's noch. Irgendwie eine Frau, die in einer dörflichen Gemeinde in Texas lebt, in so einer total konservativen, und ihr Sohn lebt als Drag Queen in San Francisco und genau, ihre Gemeinde sieht das anders. Eines Tages erfährt sie, dass ihr Sohn an einer Überdosis gestorben ist. Sie reist nach Kalifornien und lernt dort den Freund ihres Sohnes kennen. Maybelline wird dadurch irgendwie durch ein Testament Erbin dieses Drag-Clubs. Genau. Okay. Und deswegen Stage Mother.
Okay. Was hältst du noch von Sebastian springt über Geländer? Ist das ein Skateboarder-Film? Nee, ich glaube nicht. Also ich befürchte nicht. Ich gucke gerade noch, was das ist. Hier, Sebastian wächst in Hannover bei seiner alleinerziehenden Mutter. Wie heißt sie? Seiner Mutter auf Ambar de la Hora, die nur wenig Zeit und Aufmerksamkeit für ihn hat. Schließlich muss sie alleine für den Lebensunterhalt der beiden sorgen. Okay, also er klettert Sebastian noch über Geländer. Sie sind kein Hindernis für ihn, sondern eine kleine Abwechslung am Nachmittag, ein Zeitvertreib, denn Zeit hat Sebastian genug. Irgendwann aber springt er auch darüber. Das sind sie, Nervenkitzel und Herausforderungen, scheinbare Lösungen für all die Probleme, die sich um ihn herum stapeln und nottuende Katharsis. Der Film begleitet Sebastian auf seinem Lebensweg und stellt drei Abschnitte des Erwachsenwerdens und des Suchens nach seinem Platz in der Welt in den Fokus. Okay, also Sebastian springt über Geländer. Nächste Woche Sebastian geht mal kacken und dann Sebastian Sebastian läuft über eine Wiese. Die beiden Animes, die bei Kino.de stehen, stehen bei Filmstarts nicht drin. Also werden die wahrscheinlich nicht anlaufen. Bei Filmstarts steht aber noch Tenet mit drin für die Woche. Wahrscheinlich gibt es da Vorpremieren oder sowas vor dem nächsten Donnerstag, den 27. Also. Oh, wenn dann okay. Tenet. So, dann sind wir jetzt bei der Top 1, 2, 3, 4, 5. Top 5 von den Innenstadtkinos Stuttgart. Platz 5, Edison, ein Leben voller Licht. Wird nächste Woche verdrängt durch Tesla. Ein Leben im Schatten. Pets 2. Ah, ich wusste ja, dass der wieder läuft. Nee, Wiederaufführung, ja, wahrscheinlich. Hm. Ja. Wahrscheinlich. Und den jetzt, fandst du nicht so geil, ne? Nee, der zweite war echt scheiße. Also, von denen richtig schlecht. Also, der erste war ja noch sehr charmant und niedlich, aber der zweite, oh, boah, wirklich so furchtbar. I Still Believe ist auf Platz 3, ja, dieses Romantik-Musik-Drama. Und auf Platz 2 ist Scooby. Hm? Der ist nicht mehr auf Platz 1. Ja. Warum nur? Wo wir durch Zufall festgestellt haben, dass es den jetzt schon bei Amazon zum Kaufen gibt, ne? Bei Amazon Prime. Und das finde ich echt scheiße, wenn das jetzt wirklich passiert. Wenn jetzt gerade die Kinos wieder anlaufen und ich meine, Scooby war jetzt lange Zeit auf Platz 1 und spielt offensichtlich immer noch Geld ein, wenn er hier auf 2 ist. Und dann bringen die das jetzt schon im Streaming-Service. Das finde ich doch absolut daneben. Die sollten doch wirklich froh sein, dass das jetzt noch, gerade wenn sie einen Film gefunden haben, der geht gerade im Kino. Das ist doch unmöglich, oder? Genau dasselbe mit Mulan, was sie da machen. Ich möchte den Film gerne sehen. Der hatte mir sehr gefallen, der Trailer. Aber mir wäre es auch nicht das Geld. Also ich würd auch das Geld dafür bezahlen. Aber ich finde es eben scheiße, dass sie den nicht im Kino zeigen. Und stattdessen in diesem Heimstreaming-Service, was nach und nach die Kinos kaputt macht. Finde ich echt unmöglich. Ja. Ist der Kinocast dagegen, würde ich sagen? Oder? Du auch? Kinos, total, also ich finde es auch ein bisschen albern. Ja, Kinos also. Müssen die Erstverwertung haben, definitiv. Außer jetzt in absoluten Corona-Lockdown-Zeiten, da darf so ein Ding wie der U-Boot-Film hier doch mal ausnahmsweise machen. Ja, also weißt du, ich verstehe es ja, wenn jetzt zum Beispiel Netflix so eine größere Produktion macht und dann sagt, ey, wir hauen die eigentlich nur bei uns dann rein. Kann man machen. Dann geht es allerdings, glaube ich, ein bisschen mehr der breiten Masse noch. Deswegen, und Disney jetzt mit hier Mulan, ja, du kannst Mulan was für 30 Euro oder sowas kaufen. Er leckt mich am Poppes, ey. Also, ja, überleg mal. Ich glaube, da tut sich Disney keinen Gefallen. Du sitzt ja zu Hause nicht alleine vor der Klotze, wenn du das machst. So, nehmen wir mal an, du gehst ins Kino. So, was weiß ich, was kostet Samstag? 10, 12 Euro mit Popcorn, Nachos, ja, dann zwei Personen. Ja. So, und wenn du einen gescheiten Fernseher hast, dann, und das finde ich einfach scheiße, dass die Erstverwertung, gerade bei solchen Top-Produktionen, die fürs Kino gemacht waren eigentlich, wenn die nicht im Kino stattfinden. Wenn jetzt Netflix sagt, ey, wir haben hier einen Film, da haben wir Bedenken, den ins Kino zu bringen überhaupt, ob der da seine Besucher findet. Oder so, gerade wie hier dieser Project Power, der sehr gewalttätig ist, ja. Okay, machen wir noch schnell Platz 1. Max und die Wilde 7, Platz 1 in Stuttgart. Und genau, was läuft hier neu im Heimkino an? Hier Blu-ray und so. Nicht so viel. Ist das 16., das 17. August. Die Känguru-Chroniken. Gab's den nicht schon? Das ist auch der Restart ist ein bisschen gefloppt, oder? Ja klar, ne? Warum gehen die Leute nochmal rein? Also. Ja eben. Also die Känguru-Chroniken und Enkel für Anfänger. Mit Heiner Lauterbach. Hat das was mit damit? Heiner.
Ich darf ja Heiner zu ihm sagen. Ach so. Echt? Ja, okay. Hat das was damit zu tun? Ja, mit diesem, da gab es doch schon mal was für Anfänger. In ja, ich glaube, das ist in diese Reihe einzuordnen. Okay. Okay, dann gehen wir mal in den Bereich Serien. Boah. Serien. Das war jetzt auch laut bei mir, Kopfhörer. Ich hoffe, es ist nicht in der Aufnahme so laut. Willst du mal anfangen bei dir? Das ist, glaube ich, aktueller, oder? Ich kann gerne anfangen, nur ist die Frage, womit soll ich anfangen? Na, Avenue 5 hat es ja letzte Woche schon, falls ich den Dementen gehören da mal ein bisschen. Nein, Avenue 5 habe ich ja angeteasert, aber habe ich jetzt inzwischen durch und fand ich sehr cool. Also hat mir echt Spaß gemacht. Ich habe teilweise echt sehr gelacht, weil es einfach so abstrus ist. Und habe dann eine neue Serie geschaut, und zwar auf Apple TV, Ted Lasso. Da gibt es allerdings erst 3 Folgen und das finde ich extrem schade. Ted Lasso ist ein Football-Trainer und wird von einem Fußballclub aus England verpflichtet. Also er kommt ins Vereinigte Königreich und nach England, nach London, und darf jetzt einer Fußballtrainer machen. Und das ist so goldig. Also Ted Lasso ist so eine Seele von Mensch. Du kannst dem nicht böse sein. Und er kämpft halt, ohne es zu wissen, erstmal, also klar, um es zu wissen schon, um die Anerkennung von den Spielern und alles, und versucht da aus dem Team auch das Beste rauszuholen und freundet sich dann mit der Modelfreundin. Ah, von Jason Sudeikis, hättest du mal sagen können. Sehr gut. Sehe ich gerade. So weit bin ich noch gar nicht, so. Mann. Aber danke, ja, danke, dass du da reingrätscht gleich mal. Freundet sich da mit der Spielerfreundin an, und es gibt natürlich dann auch gleich schon den ersten Skandal, so ein bisschen, was der Besitzerin des Clubs natürlich in die Karten spielt. Weil die möchte den Club eigentlich zerstören, weil sie hat ihn mehr oder weniger übernommen von ihrem Ex-Mann, der sie betrogen hat in aller Öffentlichkeit. Sie ist sehr, sehr gekränkt, die gute Rebecca. Und deswegen möchte sie eigentlich den Club voll gegen die Wand fahren und hat eben auch dann einen American Football Trainer verpflichtet, Fußballtrainer zu machen. Und es gibt so schöne Szenen in dem Film, dass es... Oh, also Jason Sudeikis, wie du es gerade schon gesagt hast, der hat so schön, also so, so cool. Mir gefällt das wirklich. Du kannst dem nicht böse sein. Der ist so goldig. Muss ich unbedingt mal reingucken. Ja. Auf jeden Fall reinschauen. Ich mag den ja. Ganz, ganz auf jeden Fall. Also du als Fußballfan sowieso und so. Hey, heute haben wir unser erstes Spiel. Ja, wir können ja gleich mal allen zeigen, wie es so läuft. Haha. Ich sag jetzt mal nicht, wie es ausgeht. Hat er dann auch gedacht, oh, wir spielen ja in der World League, wir sind Weltmeister, wenn wir dieses Spiel gewinnen. Und die wie jemand gesagt, ja, Moment mal, da sind noch ein paar andere Mannschaften dabei. Ja, ja, aber richtig gut ist halt auch, ich dachte immer, Tee ist bloß braunes Wasser. Ich hatte recht. Also sehr, sehr geil. Ist auch so ein bisschen Clash of Cultures. Diesmal halt ein Amerikaner, der nach England kommt. Also... Anschauen. Lohnt sich auf jeden Fall. Wenn man die Möglichkeit hat, der Ted Lasso auf jeden Fall reinschauen. Werde ich machen. Ist vorgemerkt. Werde ich auch mal bei Fortsetzung folgt mit in die Runde werfen. Klingt gut. Und es sind halt nur 3 Folgen bisher. Es gibt 8 oder 10 insgesamt. Ja, das reicht doch. Nee, reicht nicht, weil du musst schon weiter gucken. Wir gucken ja eh erstmal immer nur so rein in die Serien und sprechen dann drüber, über den ersten Eindruck. Juno Temple kann ich nur empfehlen. Das ist auch, so, Barry so hab ich aber gesehen. Da habe ich aber dann irgendwann die Lust verloren, fand ich. Ja, aber ich war gerade noch bei Juno Temple übrigens, so, als die Schauspielerin, wo noch bei auch noch mitspielt. Okay. Sehr, sehr schöne Szene, weil von ihr hängt ein Nacktbild in der Kabine, im Spind von ihrem Freund, und gleich in der ersten Folge überklebt er es. Und zwar aber nur die Brüste. mit einem schwarzen Tesa oder mit so einem schwarzen Kleber, und sie sieht das und ist total gerührt. Also ich glaube, da könnte sich was entwickeln. So, Barry habe ich jetzt angefangen. Wo gibt's Barry denn das? Auf Sky. Auf Sky? Sky, genau. Ich habe doch jetzt hier das volle Sky-Programm, deswegen will ich auch ausnutzen. Barry, übrigens total nette Geschichte, im Mediamarkt angesprochen worden von der Sky-Dame.
ja, ob ich denn Sky hätte. Und ich so, ja, ich habe das. Ich habe Sky. Ich habe Sky durchgespielt, gute Frau. Ja, ich habe den Abspann gesehen von Sky. Und dann hat sie gemeint, ja, was ich denn bezahlen würde. Und ich so, ja, es sind so 40 Euro jetzt rum. Oh, und ich so, ja, aber für alles. Ja, auch mit Netflix. Und ich so, nee, Netflix brauche ich nicht. Habe ich so in einer besseren Version als dieses Sky-Angebot damit. Ja, holen Sie sich bei uns Netflix. Aber das ist die Grundversion. Sehen Sie Filme nur noch in D, nicht in HD. Oder was weiß ich. Und da meinte sie zu mir, ja, haben Sie denn schon hier, ist es schon länger wie 2 Wochen? Können Sie das noch widerrufen? Und ich gucke die an, ja, das sind jetzt 15 Tage, knapp drüber. Keine Ahnung, ich habe doch hab keine Lust gehabt auf das Gespräch. Dann hat sie gemeint, ah, das ist aber schade, weil von mir hätte ich es jetzt unter, von ihr hätte ich es unter 40 Euro bekommen. Und ich so, ja, das ist schade. Das ist sehr schade alles. Und im Endeffekt mir eigentlich wurscht, weil ich bin froh, dass ich das Sky-Thema jetzt mal für 2 Jahre nochmal hier vertagt habe. Genau, deswegen schaue ich jetzt Barry. Und Barry ist Barry Bergman, gespielt von Bill Hader. Die Serie wird auch produziert von Bill Hader und er spielt eigentlich einen Serienkiller und entdeckt dann seine Leidenschaft fürs Schauspiel. Das ist so abstrus. Ich weiß nicht, wie weit du geguckt hast. Ich fand aber, das läuft sich dann irgendwann tot, dieses ganze... Ja, also ich bin jetzt, glaube ich, habe die ersten 4 Folgen habe ich jetzt gerade. Ich glaube, mehr habe ich auch nicht geschafft, wenn ich mich recht erinnere. Ich finde es eigentlich ganz goldig. Du kannst ja mal dranbleiben und sagen, ob es sich lohnt. Dann mache ich es wie bei Ballers, weil da hatte ich ja auch nur die ersten paar geguckt und dann hast du gesagt, es ist gut. Und dann ja, habe ich dann doch wieder aufgeholt. Ja, aber weißt, es gab einfach so schöne Szenen da mit Sarah Goldberg, also Sally Reed in der Serie. So, ja, wir sollten das nicht tun. Was sollten wir nicht tun? Ja, jetzt miteinander schlafen. Weil ich habe das schon so oft gemacht und das hat nicht funktioniert und bla bla bla. Ja, ich wollte gar nicht mit dir schlafen. Da steht die Frau halt mal doof da und Barry steht da so völlig der Sozialkrüppel, so also es ist echt herrlich, sehr, sehr, sehr skurrile Szenen einfach. Du wolltest was über Ballers sagen, was ich dir empfohlen habe. Ja, ich weiß nicht, die Kate hat es ja jetzt mittlerweile auch durchgeschaut, hast du gesagt, und ich weiß nicht, du hattest das ja schon mal erwähnt gehabt, die Serie, und vorgestellt. Ich habe jetzt tatsächlich, nachdem ich damals für Fortsetzung folgt, auch die ersten 2, 3, 4 Folgen geguckt hatte, von dieser Rezensionsdisk, die wir bekommen hatten, die ich dann weiterreichen musste, hat mich ja damals nicht so gerissen. Ich fand es zwar irgendwie ganz nett und so, und ich habe jetzt wirklich bis zum Ende durchgeschaut, weil ich meine, gerade in der ersten Staffel, da wären am Anfang erstmal so ein paar Sachen gesetzt, aber die entwickeln den richtigen Drive erst gegen Ende der ersten Staffel. Und wenn man das dann einmal gesehen hat, in welche Richtung das gehen kann und wie sich die Figuren entwickeln, und es ist auch hier eine der wenigen Serien, wo auch eine deutliche Weiterentwicklung der Figuren sichtbar ist, finde ich. Die dann wirklich, wo es dann irgendwie weitergeht, wo sich was ändert und nicht einfach nur so Drehbuchkniffe angewendet werden, damit irgendjemand mal irgendwas macht, sondern das ist auch alles irgendwie nachvollziehbar und extrem sympathisch, gut gespielt, geiler Soundtrack, kann man echt empfehlen. Also ich habe es komplett durchgeguckt. Auch eine Serie, die zu einem schönen Ende kommt und vor allem auch zu einem Ende am richtigen Zeitpunkt, finde ich. Ja. Wo man sagt, okay, 4. Staffel, wahrscheinlich wussten sie schon während der 4. Staffel, dass es nur noch eine geben wird, oder sie haben sich darauf geeinigt, dass es nur noch eine gibt. Und haben dann gedacht, okay, was können wir da jetzt noch machen? Haben wirklich auch ein paar gesellschaftskritische Themen, Sozialthemen reingebracht und das wirklich nochmal alles aufgedröselt, so nach dem Motto, ja, okay, wenn die Leute damit nicht klarkommen, ja, dann war es das ja sowieso, ja. Und haben da wirklich nochmal alles reingepackt, was ihnen wichtig ist, und das fand ich extrem gut. Also die 5. Staffel, die 1. und die 5. haben mir echt am besten gefallen. So zwischendrin gab es noch so ein bisschen so 2. oder 3., weiß nicht mehr. Puh, ich glaube, die 2. war es. Ja, genau, die 2. war es, wo alles so, Es ist auch, was wir schon mal gesprochen hatten. Ich finde auch dieses, es wird manchmal während der Staffel irgendein Problem hochgezogen, was dann plötzlich am Ende der Staffel, wenn sie merken, oh scheiße, wir haben keine Folgen mehr übrig, wir können dieses Problem jetzt nicht aufzeigen oder wir können da keine gescheite Lösung finden und wir wissen vielleicht nicht, ob eine nächste Staffel kommt. Jetzt machen wir einfach mal so ein kleines Ding, wo wir das
einfach sofort auflösen mit einem Handstreich, so, wo du denkst, what? Okay, das war jetzt also die ganze Zeit so wichtig und dann habt ihr das so mit so einem Handstreich weggewischt. Ja, aber ist sehr verzeihlich und ist auch vielleicht ganz gut gewesen, dass man das nicht so aufschaukelt und dass es ewig so bleibt und so. Sondern, ja, aber also ich muss dir ein Stück weit widersprechen jetzt. Ich höre. Nee, fertig, das war's schon. Ach so. Nein, was ich an Ballers so cool fand, und zwar durch alle Staffeln durch, jede Staffel war zu Ende. Es gab nicht diesen riesen Cliffhanger, wo du denkst, oh mein Gott. Also die Staffeln waren für sich abgeschlossen. Das heißt, die Serie hat immer gesagt, gehe ich mal davon aus, so nach der ersten Staffel, okay, wir gucken mal, ob es überhaupt weitergeht, ob es angenommen wird. Und dann, man hätte auch dann sagen können, alles klar, wir haben das hier beendet und es müssen keine weiteren Folgen kommen, sondern es kommt zu einem guten Abschluss. Das fand ich cool und ich fand es auch sehr schön, dass da verschiedene Wege einfach aufgezeigt werden, die man nach seiner Karriere als Sportler gehen kann. Und das ist auch was, was jetzt nicht so alle immer so wahrscheinlich im Blick haben. Also es gibt ganz arg viele Beispiele für Sportler, für Fußballspieler zum Beispiel, die nach der Karriere komplett in ein Loch gefallen sind oder sich finanziell komplett übernommen haben oder jetzt halt komplett pleite sind, die früher Millionen verdient haben, jetzt pleite sind. Das ist schon mal schön zu sehen, okay, es gibt auch Menschen, die da einen helfen, weil man hat ja nicht immer den vollen Plan. Das ist klar, die Finanzberater, die dann mitverdienen. Welche Rolle die Finanzberater teilweise auch spielen können, auch das fand ich ganz cool. Weil es ja jetzt nicht so wirklich so der Manager, Manager-Seite wurde auch beleuchtet, ganz klar. Aber halt einfach, welche Veränderungen auch das Leben mit sich da bringen kann, auch in diesen Branchen oder in dieser Branche ganz allgemein. Und das fand ich sehr, sehr cool, welchen Weg man gehen kann, wie verschiedene Arten das geht und wohin. Das fand ich dahingehend für Spieler ganz interessant, vielleicht auch zu sehen, dass man sagt, okay, pass auf, nach meiner Karriere kann es auch weitergehen. Es gibt die Möglichkeit, es gibt die Möglichkeit, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich muss vielleicht nur mal meinen Kopf einsetzen. Oder wie jetzt zum Beispiel Ricky, den wir ja demnächst in Tenet sehen werden, der dann einfach viel reden kann und gut reden kann, wie der auch von diesem Playboy zu einem dann doch eher Familienmensch wird und dann eine eigene Sendung hat und da auch was draus macht und da was entwickelt und es einfach das weitergeht. Und das finde ich, die Message, wo damit rüberkommt, finde ich echt cool. Dass es in dem Gewerbe teilweise echt derbe zugeht, Motherfucker, ist eins der beliebtesten Wörter, glaube ich, in dieser Serie. Was ich aber auch sehr, sehr cool fand, weil es auch wieder authentisch ist. Und dann kommt noch hinzu, dass ich das Ganze halt Dwayne The Rock Johnson wirklich auch abnehme, weil er ja selber früher Football gespielt hat vor seinem Wrestling-Leben. Und deswegen finde ich das einfach eine ganz coole Nummer. Sie haben ihre Charaktere durchgezogen bis zum Ende. Das fand ich schön. Und einfach dieses ganze Konstrukt, was aufgebaut wird, in welche Richtung das einfach alles geht, fand ich sehr cool. Ich fand es immer relativ witzig. Ich fand die Gastauftritte sehr, sehr geil. Na, Mahoney war dabei. Ja, Steve Guttenberg war dabei. Russell Brand war dabei. Cool. Gut platziert. Auch schön geschriebene Charaktere teilweise. Ich fand es echt cool. Also klar, man könnte sagen, okay, zwischendurch hat es mal ein bisschen Luft geholt, aber es gibt halt auch Phasen in deinem Leben, die so verlaufen. Und dann finde ich es auch wieder richtig cool, dass die in der Serie dann nicht quasi nahtlos an der letzten Staffel anknüpfen, sondern es sind einfach Dinge passiert. Ja? Ich fand auch sehr schön den Schauspieler Omar Benson Miller heißt der. Der etwas fülligere, sag ich mal. Der war so goldig. Und wie er dann in diesem Haifischbecken, da sich doch irgendwie seinen Weg gefunden hat und sowas. Ja, eben. Guck, und genau das sind diese Geschichten, auf die es auch ankommt. Auch Spieler. Ey, ich mach nochmal ein Comeback. Okay. Läuft eine Saison, wie geht's dann weiter? Okay, ich wechsle auf die Trainerbank, ich werde Sportdirektor, ich werde Präsident und solche Sachen. Einfach total cool, weil es auch manchmal, glaube ich, auch nachvollziehbar ist. Guck doch mal beim VfB an Thomas Hitzlsperger. Ist für mich so ein bisschen auch so ein Werdegang. Eine gute Ausnahme. Ja. Da gibt es ja andere, bei denen hat es nicht so gut
bei manchen sind wir froh, dass man sie nicht mehr sieht. Dabei. Na, aber guckt, oder auch guckt doch nach Frankfurt, Freddy Bobic. Man kann von ihm halten, in dem Fall, was man möchte, oder von seiner Transferbilanz oder was weiß ich was, wie er das alles macht. Aber der hat's auch, der hat was draus gemacht nach der Karriere. Also eine andere Richtung, ist immer noch in seinem Gebiet, da kennt er sich aus, er bringt da irgendwo seine Stärken ein, seine Kontakte auch, die er mal geknüpft hat, ist kein dummer Mann. Letzten Endes liegt es halt immer an den Personen selbst. Also man muss halt wirklich dann schon während der Karriere gucken, was gibt es da noch anderes. Man kann dann wirklich nicht von 0 auf 100. Deswegen bin ich sehr gespannt, wo wir dann du bist noch gespannt, Entschuldigung. Ja, nur ganz kurz noch den Satz beenden, wo wir dann Mario Gomez wiedersehen. Ja, glaube ich nämlich auch, weil ich glaube auch, dass das auch ein kluger Kopf. Wenn er nicht gerade bei den Stuttgarter Kickers Sportdirektor wird oder bei der Stadt mit dem unsagbaren Namen, dann ist alles gut. Das glaube ich nicht, also das kann ich mir nicht vorstellen. Wen ich aber noch bei Bonus ganz kurz rausheben möchte, ist Troy Garrity. Also der, wo den Agenten gespielt hat, Jason. Ja, super. Also sagenhaft, auch wie der sich da gewandelt hat und was für Scheiße der zu tun hatte, wo er da in den Sümpfen in Florida zurückgelassen wird. Herrlich. Ich sag mal so, das ist, man hat ja so in jeder Serie so die Figur, wo man sagt, das ist ein bisschen näher dran, vielleicht an einem selbst oder so. Das war bei mir die Figur, weil wenn ich schon überlege, wo ich überall gewesen bin, also ich bin ja jetzt nicht mehr im Business Development tätig, ne? Das habe ich ja jahrelang gemacht und habe mir da wirklich, ich bin irgendwie in Libyen und was weiß ich, Algerien unterwegs gewesen, was ich da auch so für Scheiße erlebt habe und für Situationen, wo man denkt, oh oh, die ich teilweise zu Hause gar nicht erzählt habe, weil hätten die Leute nur Angst um mich gehabt. Deswegen, das war so die Figur, wo ich dachte, ja, genau, ja, einer. Ich meine, ganz so schlimm war es jetzt nicht, dass ich jetzt durch krokodilverseuchtes Gebiet warten musste zurück, aber ich sag mal, wenn du versuchst, irgendwie große Kunden da zu beeindrucken irgendwie oder mit denen zu sprechen, dass irgendwie, dass es dann weitergeht, dass du die gewinnst für deine Firma und so, ja, dann bist du da echt der Arsch. Du musst halt echt gucken da, weil die haben teilweise, reden die mit so vielen und du musst dich dann halt irgendwie ein bisschen, und ja, fand ich sehr gut, wie es dargestellt war. Auch manchmal denkst du ja, boah, okay, das ist ja völlig, völlig daneben, aber, und er ist auch in einem ganz anderen Bereich tätig, als ich jetzt war, aber das war so mein, wo ich dachte, okay, ja, der macht auch viel Scheiße durch. Ja, eben. Also sehr empfehlenswerte Serie Ballers. Vielen Dank, dass du mir die nochmal nahegelegt hast, weil, wie gesagt, die ist bei mir. Vielleicht, es ist halt echt, es gibt zu viel Serienmaterial. Und wenn ich da schon 4 Folgen geguckt hatte und die hat mich nicht gerissen, aber manchmal ist es auch so die Zeit, ne, wenn einem das irgendwie, wenn man es ein paar Jahre später vielleicht nochmal anfängt, dann wirkt die vielleicht anders. Ja, also deswegen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, checkt mal die Serie Ballers. Gibt es gerade bei Sky im Paket mit drin. Oder natürlich DVD und Blu-ray zum Kaufen. Oder ihr wartet einfach mal ein Stück ab, dann wird die bestimmt mal in einem Streaming-Service vorbeikommen, den ihr kennt und den ihr habt. Deswegen, jetzt war lange Ballers. Deswegen nur ganz kurz noch: How to Sell Drugs Online Fast. Sitzt Dov, Staffel 2. Habe ich geguckt. Jetzt quasi gestern fertig geworden auch. Bevor ich Power geguckt habe. Super. Nicht ganz so gut wie die erste Staffel, aber extrem gut. Oh, ich mag die Serie einfach, wie die gemacht ist. Deutsche Serie, die wirklich, der nichts heilig ist und die einfach mal völlig auf alle Konventionen scheißt und einfach mal coole Sachen macht und coole Charaktere. Boah, zweite Staffel. Wobei das mit dem Hund fand ich echt drüber. Ja, mit dem Hund, aber das ist auch so ein Zeichen, weil das machst du eigentlich nicht, ne? So, und dann gehen sie halt doch noch den Extraschritt, ne? Nein, das machst du nicht. Ja, sollte man nicht tun. Dann kommen wir jetzt mal zur. Freust du dich schon? Oh ja. Rätselecke. So. Es kommt bestimmt ja so eine Frage wie hier: Wie weit hängen die beiden Hoden von Dwayne Rock Johnson auseinander? Nein. Ich habe aber tatsächlich verschiedene zur Auswahl hier. Ich fange mal an. Ach, der Herr ist so vorbereitet, alles klar. Ich habe mir mal ein paar, immer wenn mir was Interessantes aufgefallen ist, habe ich gedacht, daraus könntest du was machen. Und zwar, ich guck mal kurz bei Google, warte, ich gehe mal bei Google ein Rätsel von Erik. Möchtest du was Aktuelleres haben, sag ich mal, mit einer Frage zu einem Schauspieler, der auch in aktuelleren Filmen
oder mal was Älteres oder... Morok, du stellst die Frage. Ja, sag mal, möchtest du einen der aktuelleren ist sagen? Oder ist das schon die, wenn das die heutige Frage ist, nein. Dann habe ich gleich also du hast gewonnen. Die Wahl, ja, entweder oder. Entweder aktuelle Filme oder Filmgeschichte. Aktuelle Filme. Okay, aktuelle Filme. Was ist das Besondere am Schauspieler Javier Botet, der in über 100 Filmen mitgespielt hat und Serien? Also ist jetzt kein No-Name. Javier? Also schreibt sich J-A-V-I-E-R. Hör ich dich da tippen? Nein. Finger weg, wunder das da. Kein Google hier. Ich glaube, es geht los. Wie heißt Javier Botet? Also J-A-V-I-E-R und dann Botet, B-O-T-E-T. Ich habe noch nicht mal irgendwie ein Dingsen im Kopf, ein Gesicht zu dem im Kopf. Das ist noch viel spannender gerade. Ja, ist schon mal richtig. Ist schon mal die richtige Richtung. Hast du aus Versehen schon in die richtige Richtung gedacht? Nein, weil ich einfach, ja, weil ich habe die richtige Richtung gegoogelt. Oh Gott. Okay, also ich habe kein Gesicht zu ihm im Kopf. Hat er schon irgendwas Bedeutendes gewonnen? Warte, ich muss ja-nein-Fragen stellen. Warte. Komm, ich gebe dir eine, ach so, ja, okay. War er schon mal für was nominiert? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Soll ich das für dich googeln? Ist das relevant für deine... Warte, ich guck nach. Keine Ahnung, wahrscheinlich, jetzt kommst du mir hier mit aber wenn der in so vielen Filmen mitgespielt hat, meistens hat er, dann warte mal ganz kurz. Achso, hat er in einem Film mitgespielt, den ich schon gesehen habe? Ja, wir haben sogar einen in der Sneak gehabt. Der hat Awards gewonnen, falls dir das jetzt weiterhilft. Okay. Scheiße, Mann. Der hat sogar, bin ich mir nicht ganz sicher, glaube ich, so an zwei Filmen zuletzt mitgespielt, die wir in der Sneak hatten. Bei dem einen bin ich mir nicht ganz sicher, ob man die in der Sneak hatten gerade. Weißt du, du kommst jetzt bestimmt mit sowas ums Eck, dass der irgendwie nie wirklich zu sehen ist, sondern immer nur so einen grünen Anzug anhat und irgendwas spielt oder so. Ich habe keine Ahnung. Schon mal die richtige Richtung. Hör doch auf, es stimmt auch noch. Ey, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das sind so die Rätsel von Erik, der dann auch noch missen möchte, mit wie viel Bar muss ein Basketball aufgeblasen werden? Komm, ich helfe dir doch schon. Das ist wirklich ist Filmfreak-Wissen. Also wer... Also Javier Botet. Also wie Javier ist Bardem. Javier, ist er Spanier? Ja, hilft dir aber jetzt nicht. Ist er ein international gefragter Künstler? Ja. Du bist doch schon mal auf dem richtigen Weg. Ich habe doch schon zweimal... ja gesagt, ja, zuletzt mit Spanier noch gefragt. Nein, ich habe doch schon zweimal, wo du was nachgedacht hast, gesagt, ja, das ist genau die richtige Richtung, in die du denken musst. Okay. Ich überlege gerade, Filme... Also beim ersten Mal hast du gefragt, der war nie zu sehen. Habe ich gesagt, ja, das ist die richtige Richtung. Beim zweiten Mal hast du gesagt, der war nie zu sehen. Der hat bestimmt irgendwie nur ein Greenscreen angehabt. Ja. Ja. Ja, also... Okay, das heißt, spielt er, Moment, ich überlege, was wir in der Sneak hatten, wo man nicht so Leute sieht. Das heißt, entweder irgendwelche Fantasy-Sachen, irgendwelche Sci-Fi-Fachen, oder irgendwelches Horror-Zeug. Ja. Spielt er in, was? Hast du jetzt ja gesagt? Ne, du hast gefragt, irgendwelche Sci-Fi-Sachen oder irgendwelche Horror-Sachen, habe ich gesagt, ja. Ich habe vor mich hingeprobelt, aber ist okay. Das heißt, trotzdem ja abgeholt. Oh ja, ich habe mein Ja abgeholt. Also er spielt in Sci-Fi und Horror-Sachen mit. Fantasy war noch dabei, ja. Fantasy, Sci-Fi, Horror. Ja. Oh Gott, was weiß ich, ey. Was spielt er da? Also ein Bösewicht oder so kann er fast nicht sein, weil dann würde er mir vielleicht mal begegnet sein. Also, du bist heute ein bisschen, also pass auf, ich helfe dir mal. Ich überlege, Entschuldigung. In Sci-Fi, Fantasy und Horror, welche Rollen könnte es da geben, wenn die Person nicht zu sehen ist? Ja, wahrscheinlich irgendwelche Gegenstände oder sowas. Nein. Gegenstände oder irgendwelche Spiegelbilder oder... In Fantasy, oder, Sci-Fi, Horror, was könnte es da...
Oder so fleischgewordene Dinge oder Dämonen. Ja, jetzt kommst du der Sache schon näher. Okay, ich löse mal auf. Also, der Mann, Javier Botet, hat eine seltene Krankheit. Der hat das sogenannte Marfan-Syndrom. Er ist über 2 Meter groß, wiegt aber nur ungefähr 50 Kilo. Und das sorgt dafür, dass seine Gliedmaßen extrem lang und dünn sind. Slenderman-mäßig oder was? Also genau, bei Slenderman hat er auch mitgespielt. und seine Gelenke sind stark überdehnbar. Das heißt, er kann wirklich die Arme, oh Gott, der Arme quasi nach hinten nehmen. Der hat zum Beispiel bei Insidious 4, The Last Key, Slenderman, Mama, Crimson Peak, Conjuring 2, da war ich mir gerade nicht sicher, wen er hat, S, Kapitel 1 und 2 hat er mitgespielt, bei Alien Covenant, bei Game of Thrones, bei Star Trek Discovery. Der spielt halt meistens irgendwelche Monster oder Fabelwesen, so ähnlich wie der Jason, nee, wie heißt der, Andy Serkis, der ja immer Gollum und so Gollum-artige Rollen spielt. Ja, was, Andy Serkis? Ey, Andy Serkis, hätte ich sofort gewusst, ja. Ja, genau, Snow aber das ist, so, das also ist der zweite gefragt international. Andy Serkis kennt durch Herr der Ringe jeder. So, deswegen Javier Botet. Planet der Affen. Javier Botet spielt halt eher so die Horrorsachen. War doch mal ein interessantes, du warst relativ früh, ich dachte, du kommst gleich drauf, wo du gesagt hast, ist nicht zu sehen und so. Dachte ich, kommst gleich drauf, irgendwie auf das Monster im Film. Ja, der hat in über 104 Filmen, wo garantiert mit Sicherheit jeder, der hier zuhört, schon mehr als einen gesehen hat, mindestens. Also sind so viele Sachen. Einfach mal googeln, bei IMDb oder so, Javier Botet. Und da sieht man auch ein Bild von ihm, wie er aussieht. Der hat zum Beispiel bei Game of Thrones hat er so einen White Walker gespielt. Was hier diese großen Typen mit den langen Haaren hier, die ganz so dürre aussahen. Okay, ja. Krass. Ja, Polaroid hat er auch mitgespielt, sehe ich hier. Hatten wir den nicht in der Sneak, oder war das, habe ich den so gesehen? Ich habe gerade einen viel witzigeren Artikel gerade noch gefunden. Über Javier Botet. Vom Nintendo Cinematic Universe. Okay. Schon was gehört davon? Ja, besteht das aus dem unsäglich schlechten Super Mario Brothers Film und ja, aber jetzt pass auf hier. Actors that will be in the Nintendo Cinematic Universe. Oh, Platz 1, Jack Black als Mario. Platz 2, Paul Rudd als Luigi. Luigi. Ey, das könnte sogar passen. Platz 3. Platz 3, Benedict Cumberbatch als Bowser. Oh, okay, das passt nicht. Platz 4, Dwayne Johnson als Donkey Kong. Dwayne Johnson. Platz 5, Logan Lerman als Link. Platz 6, Emma Watson als Zelda. Okay. Danny McBride als Wario. Also, okay. Scarlett Johansson als Samus von Dingsen hier. Puh, also da sind ja einige fragwürdige Entscheidungen jetzt gerade drin gewesen. Ja. Aber ich meine, tatsächlich Jack Black als Mario und Paul Rudd als Luigi. Paul Rudd, das kann ich mir echt gut vorstellen. Wobei natürlich die Abenteuer, ey, wenn die zwei, was willst du denn da gescheit schreiben? Ich glaube, da kannst du nichts Gescheites schreiben, was dann immer irgendwie. Aber tatsächlich einen Zelda-Film würde ich mir gerne angucken, Legend of Zelda. Wenn das gut gemacht ist, das ist ein richtig schöner Fantasy-Film. Oder, ich meine, es gibt ja noch andere Sachen. Metroid zum Beispiel würde ich gerne als Film sehen oder F-Zero. Ja, wenn es gut umgesetzt ist, klar. Ja, immer vorausgesetzt, ja. Waren das jetzt brandheiße News hier im Kinocast? Weiß ich nicht, das ist top, 2 Wochen alt, aber okay. Ich glaube nicht, dass da was dran ist. Dann gehen wir mal schnell in die Musikecke hier. Music. Wir haben ja beim Kinocast nicht nur die Playlist auf Spotify, wo unser Kinocast neu erscheint, sondern auch eine Kinocast-Songs-Playlist, wo wir zu jeder Sendung 2 neue Songs oder wenn die Kate dabei ist, 3 neue Songs draufpacken, wo ihr so einen bunten Mischmasch habt aus unseren Geschmäckern. Und ich habe draufgepackt diese Woche Nipsey Hussle mit Grinding All My Life. Das gibt's nämlich bei Project Power auf Netflix, der einen sehr guten Soundtrack hat. Schön. Ich hätte tatsächlich einen Titel aus dem Film Harley Quinn nehmen können. Da sind so viele Remixe drin. Aber ich habe mich entschieden, eine Band zu nehmen, von der ich lange nichts gehört habe, die ich aber auch schon lustigerweise live gesehen habe, und zwar Hailstorm heißen die, nicht Hailstorm, ich habe es da falsch geschrieben. Hailstorm klingt so ein bisschen wie Norwegisch oder Schwedisch. Hailstorm heißt die, und das war damals ganz witzig. Muss ich kurz die Anekdote dazu erzählen. Wir sind zu einem Konzert von Theory of a Dead Man, ihres Zeichens eine meiner absoluten Lieblingsbands, nach München gefahren. Und Vorband war Hailstorm und wir konnten damit nichts anfangen und
dann haben wir danach gesucht und haben den Titel oder den Bandnamen falsch eingegeben und da haben wir aus Hailstorm Hatestorm gemacht. Und Hatestorm ist so eine russische Hard-Metal-Band. Und wir so, ach du Scheiße, was erwartet uns denn da? Und dann stand da plötzlich Hailstorm vor uns und die haben richtig Power. Die Sängerin von denen hat richtig, richtig Power. Und die haben zusammen mit Amy Lee einen Titel aufgenommen. Amy Lee, sagt dir das was? Nee, ich war jetzt irgendwie bei Leanne Rimes hier, aber das ist ja nicht. Leanne Rimes. Amy Lee ist die Sängerin von Evanescence. Ah, okay, das kenne ich natürlich. So. Ja, siehste. Und die haben zusammen einen Titel aufgenommen, der heißt Break In. Hört sich mega gut an. Wobei ja bei Evanescence, die wechseln ja, glaube ich, immer mal durch ihre Sängerin, ne? Da ist immer mal jemand anders. Echt? Ja, aber Amy Lee ist für mich Evanescence. Okay. Ja, na, das klingt doch schon mal, weil das, ich sehe jetzt hier nur Bilder von Hailstorm. Das klingt, sieht sehr, na, sagen wir so, nach Stadionrock aus irgendwie. Na, nö. Nö? Na, ich muss mal reinhören. Ja. Kann ich aber erst, wenn wir hier die Aufnahme beendet haben, weil Reaper hat hier exklusiven Zugriff auf mein Headset. Da kommt nichts anderes rein. Deswegen. Okay, höre ich mal rein, wenn ich das nachher drauf packe. Und ansonsten sind wir ja für heute soweit durch. Dann. Yay! Yay! Schöne Grüße an die Kate. Gute Besserung weiterhin. Und wir gucken mal, ob es nächste Woche noch klappt mit einer Aufnahme. Ansonsten bin ich dann erstmal im Urlaub. Und ja, ich habe ja Ferien. Also. Ja, dann. Das ist schön für dich. Bei mir geht es nochmal richtig heiß auf Arbeit. Ich weiß noch nicht, wo mir der Kopf steht, der hier die ganze letzte Woche. Und ich glaube, Fortsetzung folgen nehmen wir auch noch auf am Dienstag. Super. Ja, aber wenn du aufnehmen willst, musst du halt sagen. Ja, ja. Liegt an dir. Es liegt ganz allein, Erik. Es liegt ganz allein mal an gucken. Dir. Erik, du hast die Kraft. Ich klappt es ja du eh nicht. Du hast die Power. Corona-Warnung, dann bleibe ich da. Aber Erik, du kannst entscheiden, was passiert. So. Du hast das Schicksal in den Händen, Erik. Okay. Wähle weise. Alles klar. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Ciao. Bis bald im Kinocast.